Weiterbildung ist das Mittel, um bei der Karriere den Turbo zu zünden. Viele hilfreiche Tipps und ein bisschen Inspiration jetzt bei Know Your Thing. Hi, ich bin Flo, Mitarbeiter bei der ING. Und heute sprechen wir über das Thema berufliche Weiterbildung. Was bringt sie euch? Welche Qualifikationen sind heute und in Zukunft wichtig? Und wie finanziert man das Ganze? Los geht's! Eine berufliche Weiterbildung ist wie ein Investment in euch selbst. Und wie bei jedem guten Investment sollte auch hier die Rendite stimmen. Denn eignet ihr euch frühzeitig die richtigen Kenntnisse, zusätzliche Qualifikationen und wichtige Zertifikate an, dann erhöht ihr damit euren Wert als Arbeitnehmer. Das hat Vorteile bei der nächsten Gehaltsverhandlung, dem Erklimmen der Karriereleiter oder der Suche nach einer neuen, attraktiveren Anstellung. Darüber hinaus kann es auch die Wahrscheinlichkeit für eine Arbeitslosigkeit senken. Aber die Vorteile sind nicht nur monetärer Art. Auch das eigene Selbstbewusstsein steigt. Man traut sich selbst mehr zu, wird sichtbarer im Job und kann so auch neue und interessante Aufgaben übernehmen. Bevor wir über die Auswahl sprechen, zunächst ein paar Infos über die Finanzierung. Habt ihr schon einen Kurs oder ein Seminar im Auge, dann sollte euer erster Weg zu euren Vorgesetzten führen. Denn einige Arbeitgeber unterstützen den Wunsch nach Weiterbildung auch finanziell. Einen Anspruch darauf gibt es allerdings nicht. Zeigt sich aber euer Chef oder Chefin nicht kooperativ, dann kann es auch immer eine Option sein, die Weiterbildung in Eigenregie zu finanzieren. Hier bietet sich auch ein Kredit an, zum Beispiel von der ING. Denn wie schon gesagt, verschafft euch die Weiterbildung einen Vorteil im Beruf, dann ist dies eine Investition, die sich unter Umständen schnell auszahlen kann. Außerdem könnt ihr so deutlich freier über den Themenbereich entscheiden und dann genau das machen, was euer Ding ist. Aber welche Themen werden denn jetzt in Zukunft wichtiger? Hier mal eine kleine Auswahl zur Inspiration. Natürlich werden digitale Schlüsselkompetenzen immer wichtiger. Also Dinge wie Datenanalyse, Webentwicklung und das effiziente Arbeiten aus dem Homeoffice. Aber auch klassische Themen wie Kreativität und Problemlösungsfähigkeiten sind gefragt. Strebt ihr eine bestimmte Führungsposition an, dann sucht doch ein Seminar, das euch genau darauf vorbereitet. Und was natürlich immer hilfreich und gefragt ist, Fremdsprachen und branchenspezifisches Know-how. In die engere Auswahl solltet ihr nur seriöse Angebote nehmen. Achtet vor allem auf die Qualifikation der Dozenten und die Zertifizierung der Institute. Wird euch ein Zertifikat versprochen, dann prüft vorher dessen Wert und Reputation auf dem Markt. Egal ob selbst finanziert oder unterstützt vom Arbeitgeber. Weiterbildung ist eine tolle Möglichkeit, um seine berufliche Karriere selbst in die Hand zu nehmen und zu gestalten. Mehr zum Thema findet ihr unten in der Infobox. Hat euch die Folge gefallen? Dann gebt dem Video doch ein Like und bis zum nächsten Mal bei Know Your Thing. Ciao!